this thing, you know, the Nobel Prize. And she answered, well, it's the first time for me as well. And then she laughed at, you know, her wonderful laugh. And then I sort of relaxed. Es gibt einen Satz, mit dem sie sich klug geschützt hat vor der plötzlichen Prominenz. Meine Bücher haben den Preis bekommen, nicht ich. Mir hat diese ganze Nobelpreisgeschichte innerlich, die ist bei mir nie angekommen. Die ist auch bis heute nicht angekommen, weil ich es nicht... Ich bin es nicht. Ich weiß, es ist passiert. Aber das ist was anderes, als wenn ich es wäre. Also, dass ich mir jetzt irgendwie das ständig bewusst mache. Und das war auch kurz danach oder als ich es gehört habe, nicht so. Und ich habe einfach, wie sonst auch, mich hingesetzt und habe was geschrieben. Krakau. Das Goethe-Institut hat Hertha Müller zu einer Lesereise eingeladen. Hertha Müller ist gern hier. Polen hat sich früh, lange vor anderen osteuropäischen Ländern und vor dem Nobelpreis, mit ihren Themen und Texten auseinandergesetzt. Ein kurzer Text macht natürlich viel mehr Spaß als ein langer Text, ne? Weil man fertig ist mal irgendwann. Man hat nicht jahrelang damit zu tun. Und es sitzt hier. Und man hat es fertig, es ist abgeschlossen und man hat was anderes. Das hat auch was Leichtfüßiges. Auch wenn die Entscheidungen kompliziert sind und dauern, aber im Vergleich zu einem Roman ist gar kein Vergleich. Irgendwann ist man immer fertig, ne? Und ich bin immer so gerne fertig, ne? Es liegt eine Frage in allen Texten, die Hertha Müller geschrieben hat. Es ist die Frage, was ein menschenverachtendes System aus uns macht, wie es sich frisst in eine Person, in ein Leben. Es ist eine Frage aus Kindertagen. Meine Mutter hat mir nie was erzählt. Das Schweigen ist auch eine Art, sich... Es gibt offenbar so wie eine Wasserwaage, ein Gefühl... Ob kann ich mir das leisten oder nicht? Und es gibt wahrscheinlich Leute, die meinen, die im Schweigen das alles besser aushalten. Der innere Kompass geht in die Richtung Schweigen. Katharina Müller, geborene Gion, Banater Schwäbin, wird 1945 für 5 Jahre in ein russisches Arbeitslager deportiert. Als ich ein Kind war, habe ich immer gedacht, sie ist sehr alt. Und da war sie 25 oder 26, als ich zur Welt kam. Nee, sie kam, wann kam sie aus dem Lager? 25, ja, vielleicht war sie 27. Aber ich dachte immer, sie ist sehr alt. Und dadurch habe ich auch immer gedacht, ich bin so alt. Ich habe als Kind immer gedacht, ich bin sehr alt. Und ich bin schon so alt, als ich so 5 Jahre alt war. Was mache ich denn nur, Mann? Was macht man so? Und sie ist jetzt schon 5-mal älter. Was macht man so lange? Ich habe gedacht, ich habe schon alles gemacht. Ich bin jetzt 5. Wie kriege ich die Zeit um? Wie kann ich das überhaupt aushalten, dass ich jetzt noch so lange leben werden muss? Aushalten. Das ist das Wort, mit dem Katharina Müller weitermacht. Fotos aus dem Lager. Katharina mit ihrer Freundin, die ist im Lager gestorben, verhungert. Auch darüber schweigen. Die Tochter erfährt später von der Großmutter, dass diese Freundin hieß wie sie, Hertha. Meine Mutter hat halt nicht viel über das Lager gesprochen. Aber immer wieder natürlich habe ich Sachen mitgehört, wenn sie mit Leuten, die auch deportiert waren, zusammen war. Und manchmal hat sie auch so, dass dadurch, dass sie nicht viel darüber gesagt hat, waren die isolierten Sätze, die dann schon so ohne Sinn fast für sich waren, die sie mir dann nur so in immer gleichen Situationen gesagt hat, die waren so drastisch, ne? Also wenn sie gesagt hat, Durst tut mehr weh als Hunger. Das hat sie oft auf dem Feld gesagt.
Und sie weiß das aus dem Lager. Oder die Art, wie sie gegessen hat, die, es gab so eine Art von panisches Essen. Und oft hat sie sich gar nicht hingesetzt. Und diese Ungeduld. Es gab keine Gemütlichkeit dabei, kein am Tisch sein und mal irgendwie diskutieren oder reden. Oder, also ich habe diese Familie, was man mit Familie in Beziehung bringt, nie an einem Tisch, obwohl wir jeden Tag dreimal zusammen gegessen haben, habe ich das nie empfunden. Auf Befehl Stalins werden in Rumänien an die 75.000 Deutsche in sowjetische Arbeitslager verschleppt. Im Roman Atemschaukel erzählt Hertha Müller davon. So unbegreiflich wie der Zement verschwindet, wachsen auch die Wände. Man wird herumkommandiert, fängt etwas an und wird weggejagt. Man wird geohrfeigt und getreten. Man wird innen stur und schwermütig und außen hündisch und feig. Der Zement frisst das Zahnfleisch wund. Wenn man den Mund öffnet, zerreißen die Lippen wie Zementsackpapier. Man hält den Mund und gehorcht. Ich kenne niemanden, keinen Schriftsteller, der das so bewältigt hat. Also einerseits diese Genauigkeit, mit der sie beschreibt, was Zwangsarbeit bedeutet. Das Schaufeln und das Zement tragen und die Erschöpfung besonders von Frauen, die körperliche Arbeit leisten müssen, zu der sie nicht fähig sind, also zu der sie zu schwach sind. Das alles ganz genau aufgeschrieben und gleichzeitig diese Formeln, Poetik, die sie da verwendet. Es ist Erfundenes. Aber wenn das Erfundene nicht so schlammtief in der Wirklichkeit steckte, die da stattgefunden hat, dann würden wir es ablehnen. Das Vorhaben, über ein Lager zu schreiben, wird konkret, als der rumäniendeutsche Dichter Oskar Pastior sich bereit erklärt, Hertha Müller seine Lagererfahrung zu schildern. Jahrelang treffen sie sich und skizzieren Abläufe, Alltag, Gedanken. Das hat er gesagt, das hätte er oft im Lager vor sich hingesagt. Sonne hoch im Schleier, gelber Mais und keine Zeit. Ne? Und das habe ich auch mal einen Text geschrieben, gelber Mais und keine Zeit. Also als er dann so plötzlich gestorben war, war das so für mich, die ich aus der Ebene komme, wo die Maisfelder überall sind, habe ich gedacht, ich bin die mit dem gelben Mais. Und er ist der mit keiner Zeit. Und er hat die Zeit halt nicht gehabt, um dass wir das zu Ende bringen. Seit meiner Heimkehr steht auf meinen Schätzen nicht mehr, da bin ich, aber auch nicht, da war ich. Auf meinen Schätzen steht, da komme ich nicht weg. Immer mehr streckt sich das Lager vom Schläfenareal links zum Schläfenareal rechts. So muss ich von meinem ganzen Schädel wie von einem Gelände sprechen, von einem Lagergelände. Als ich es las, hatte ich den Eindruck, das hätte zu Lebzeiten von Oskar Pastior so nie geschrieben werden können, weil da die ganze Liebe der schreibenden Autorin zu dieser Person auch sichtbar wird und die, ja, das, was sie an diesem Menschen, an diesem Charakter, an diesem Temperament verstörte oder was sie problematisch fand, mitgestaltet war. Und das fand ich das Großartige, jenseits der Beschreibung des Lagers, ein sehr, sehr genaues Porträt der Person Oskar Pastior. Zum Abschluss der Recherchen reisen sie in die Ukraine, zum ehemaligen Lager. Hertha Müller lässt sich alles zeigen. Er war so glücklich. Das hat mir so weh getan, weil ich habe das nicht verstehen können.
Die Landschaft hat das ganze Existenzielle noch schlimmer gemacht. Und ich war am Abend so kaputt, ich war so traurig. Ich kriegte einen Heulkrampf. Ich bin aufs Zimmer gegangen und habe angefangen zu weinen. Ich wusste gar nicht, warum ich weine, aber das ist ja das Schlimmste, wenn man nicht weiß, warum. Weil dann ist das alles. Und ich habe auch um ihn geweint, weil er so glücklich ist. Und das ist ja auch einerseits, es lässt dich nicht los. Er erzählte mir, fast jede Nacht träumte er, dass er deportiert wird. Mit den verrücktesten Komplikationen. Hat er Lesereise, er fängt an zu packen, aber dann während der Reise, die er träumt, kommt er ins Lager. Aber dann ist es ein ganz neues Lager. Dann ist es etwas, wo er sich nicht auskennt. Dann sucht er das Lagerpersonal, also die ihn gequält haben, und findet sie nicht, ist verzweifelt, dass sie nicht da sind. Dann gibt es keine Arbeit. Und er sagt, er möchte arbeiten und sagt, ich bin doch kein Anfänger, ich war doch schon mal hier, gib mir was zu tun. Und also verrückte Sachen, und das quälte ihn natürlich. Und vor den Träumen kann man sich ja nicht schützen. Erst nach seinem Tod wurde bekannt, dass auch Pastior als junger Mann unter Druck eine Zeit lang für die Securitate gearbeitet hatte. Wut und Trauer haben sich lange abgewechselt, als sie es erfuhr. Übrig geblieben ist aber die Trauer um einen toten Freund. Gelb ist eigentlich eine Farbe, die ich nicht mag, ne? Also ich würde nie was Gelbes anziehen oder irgendwie was Gelbes um mich herum haben wollen. Aber als ich noch zu Oskar Pastior gegangen bin zum Arbeiten, dann hat der, das hat er 2-3 Mal gesagt, wenn ich sterbe, wird alles orange und es tut nicht weh. Ich habe diesen Satz ja dann auch in die Atemschaukel genommen, weil er ja dann im Oktober auch gestorben ist. Und alles war flammend gelb. Und da entsteht natürlich eine ganz andere, es entsteht ein ganz anderer Blick auf eine Farbe. Weil der Satz ist bei mir immer, immer im Kopf. Wenn ich gelb sehe, ist der Satz da, den er dann gesagt hat. Und insofern ist gelb inzwischen für mich sehr traurig. Ne? The true nature. Ihr Kosmos, sehr sinnlich, subjektiv verdreht, sprachgewaltig. Kunst, die manchmal dem Entsetzen abgetrotzt ist. Wehtut. Immer denke ich mir, nie wieder. War schon beim ersten Buch so. Immer denke ich mir, nie wieder. Es war, jetzt ist gut. Ich will nicht mehr. Ich mache was anderes. Und da mache ich immer dasselbe. Ja. Aber es ist auch eine Sucht, natürlich. Die Sprache hat halt auch dieses, es ist eine Art, das Leben auszuhalten. Und mit sich selbst zurechtzukommen und einen Halt, inneren Halt zu haben. Es ist auch ein Wunsch darin, ne? Und ein Bedürfnis. Und das ist ja auch kein Gegensatz. Das gehört immer zusammen. Verdammt nochmal. Wäre ich doch Schneiderin geworden. Jetzt ist es vorbei. Ach, Leute. Okay.